Hallo, in diesem Video zeige ich dir kurz, wie die Zwei-Faktor-Authentifizierung bei Microsoft funktioniert. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist ein Mechanismus, der gleich funktioniert wie die mobilen DANS bei E-Banking. Ich logge mich mit Benutzername, Passwort bei meinem Account bei Microsoft, beim Mail-Server zum Beispiel ein, bekomme eine SMS auf mein Handy geschickt, die im Übrigen kostenfrei ist. Mit einem sechsstelligen Code, den ich dann auf der Webseite eingeben muss, gleich wie eine mobile DAN beim E-Banking. Somit kann ein Hacker, auch wenn er mein Passwort kennt, quasi nichts machen. Er bräuchte das Passwort und physischen Zugriff auf mein Handy, um sich Zugang zu meinem Mail-Account zu verschaffen. In diesem Video zeige ich nur kurz, wie das aussieht, wenn das Ganze eingerichtet ist. Ich gehe dazu auf den Mail-Server mail.office365.com und logge mich jetzt mit meinen Zugangsdaten ein. Sag Enter. Man sollte natürlich auch seine richtigen Zugangsdaten eingeben. Jetzt bekomme ich eine SMS mit dem Code, den ich hier eingebe. Sag Enter. Das muss ich jetzt theoretisch jedes Mal machen, wenn ich mich von einem neuen Rechner anmelde oder wenn ich mich rechts oben wieder abmelde. Ich kann allerdings auch sagen, für diesen Browser in diesem Benutzerprofil beim Anmelden ein Häkchen setzen, dass sich je nach Anbieter angemeldet bleiben oder Zugangsdaten speichern oder ähnliches. Nennt, dann wird auf dem Rechner eine kleine Textdatei, ein Cookie abgelegt und der Rechner sozusagen als vertrauenswürdig gekennzeichnet, was so viel bedeutet wie, ich brauche weder Passwort noch den Code, der bei SMS kommt, eingeben und erspare mir dadurch auf meinen eigenen Rechnern die ständige Authentifizierung. Es ist sowieso aus meiner Sicht nicht sinnvoll, ständig am eigenen Rechner sich an- und abzumelden und hier zum Beispiel auf Logout zu gehen und sich abzumelden, weil auf den Rechner habe im Prinzip eh nur ich Zugriff. Am eigenen Rechner sage ich Anmeldedaten speichern meinetwegen in einem Cookie jetzt und bleib hier quasi immer abgemeldet und wenn ich den PC runterfahre, mache ich das Tab einfach zu und beim nächsten Mal komme ich dann im Idealfall direkt über den Link in mein Postfach. Wenn ich mich jetzt von einem anderen Rechner aus einwähle, Internetcafé, FH, Uni, muss ich mich natürlich wieder authentifizieren. Da sollte ich meine Anmeldedaten nicht speichern, sondern das nur am eigenen Rechner tun.